Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mal wieder testedich.de und wir machen wieder ein GTA San Andreas Quiz. Diesmal natürlich nicht dasselbe, ist ja logisch, sondern diesmal machen wir San Andreas, der Start, teste dich. Du hast das Spiel mit jeder Einzelheit gespielt, dann wird es kein Problem sein, für dich hier zu bestehen. Hier geht es nur um den Start, das Land von GTA San Andreas. Also nur eben Landschaft, ne? Das ist halt wirklich so, vor allem für die, also das ist eher was für die, die sich auch nicht nur eben für die Story und so interessieren oder für die Autos, sondern auch für die Gegend drumherum. Eben zum Beispiel Los Santos und sonst irgendwas. Und deshalb, da bin natürlich ich an der richtigen Stelle. Und deshalb fangen wir natürlich mal an. In welchem Stadtteil von Los Santos liegt Mad Dogs Villa? Und natürlich, es kann ein Running Gag sein in dieser Videoreihe, dass das Spiel hängt. Dass die Webseite hängt, sorry. Also, Mulholland, Vinewood, Commerce, Ganton, Garcia. Es ist Vinewood. Und zwar schön oben, wirklich perfekt in den Hügeln mit einer direkter Aussicht auf die Stadt. Ich finde die Villa aber nicht so schön. Aber egal, es ist eine große Villa. Also Vinewood. Nächste Frage. Ich habe auf nächste Frage geklickt. Ja, es ist, wie ich es gesagt habe. Das könnte wirklich so ein... Das könnte hier fast schon ein Running Gag sein, dass die Webseite hängt. Weil die Webseite hängt. Leute. Dagegen kann ich gerade nichts machen. Schwierig. Ja, jetzt. Wie heißen die vier Kleinstädte in Red County? Dillimore, Blueberry, Montgomery, Palomino Creek, Fort Carson, El Quebrados, Angel Pine, Las Barrancas, Bodie, Las Prullas, Las Vegas, Palomino Creek, Dillimore, Las Barrancas, Doherty, Ganton, Blueberry, Dillimore, Palomino Creek, Fort Carson. Natürlich, wie immer, alles erklärend. Damit man auch weiß, warum ich es auswähle. Also, Blueberry ist eine also erstmal das Unterste, ne? Blueberry, Dillimore, Palomino. Also erstmal das. Blueberry ist eine Stadt in Red County. Ja. Sogar, ich glaube, die mit der meisten Wirtschaft, ne, so eine riesige Bierfabrik, so eine Brauerei. Dillimore ist ebenfalls in Red County, so ein kleines Örtchen über Los Santos. Palomino Creek ebenfalls. Das ist nämlich, ja, nettes Örtchen. Gefällt mir. Wenn es in echt gäbe, ich würde dorthin ziehen. So ein schönes kleines Örtchen mit dem See. Nett. Fort Carson allerdings ist im Bone County. Basiert übrigens auf der Stadt Carson City, Hauptstadt von Nevada. Ja Leute, nicht Las Vegas ist die Hauptstadt von Nevada. Es ist Carson City. Aber ich dachte tatsächlich, erstmal es wäre Las Vegas. Okay, ich dachte auch, als ich kleiner war, die Hauptstadt von Kalifornien wäre vielleicht Los Angeles oder San Francisco. Egal, der nächste Ding. Las Barrancas ist im Bone County. Doherty ist ein Stadtteil von San Vero und Ganton von Los Santos. Bodie ist eine echte Stadt. Las Brujas ist eine Geisterstadt. Die auf Bodie basiert übrigens. Las Vegas. Das ist mir jetzt aufgefallen, da steht Las Vegas. Da steht Las Vegas. Da steht nicht Las Venturas, da steht Las Vegas. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich habe dort erstmal Las Venturas gelesen. Ich weiß nicht, ob ich Las Vegas gesagt habe oder Las Venturas, aber mir ist jetzt erst jetzt aufgefallen, dass da wirklich Las Vegas steht. LOL. Ich könnte zurückgehen, habe ich Las Vegas vorhin gelesen oder Las Venturas? Ich habe keine Ahnung. Palomino Creek? Nee. Fort Carson? Ne, wie gesagt.
El Quebrados ist glaube ich in Tierra Robada. Angel Pine ist im Flint County oder Wheatstone oder wie das Ding heißt. Las Barrancas, Bone County. Finde ich nicht so eine schöne Stadt. Es ist nämlich das Oberste und jetzt habe ich dafür etwas länger gebraucht. Lol. Also es ist das Oberste, ne? Weil Montgomery, das ist die einzige Stadt, die nicht vorkam in den anderen Dingern. Montgomery. Auch ne. Interessante Stadt, hat so ein abgebranntes Haus. Lol. So, nächste Frage. Wo in Los Santos ist das Starthaus von CJ? East Los Santos, Gunton, Market, Idlewood, Rodeo. Ich sag's, ich werde nicht mal jedes einzelne analysieren, sonst geht das Video zu lang. Kann ich natürlich machen, wie gesagt, um es natürlich noch ein bisschen in die Länge zu treiben. Kann ich machen. Mache ich aber nicht bei jeder Frage. Manchmal ja, manchmal nein. Es ist Gunton. Was auf Compton basiert übrigens. Wie heißt der Staudamm oberhalb von Las Barrancas? Amsterdam. Okay, geil. Amsterdam. Dam of Venturas. Sherman Staudamm. Bieber Staudamm. Tierra Robada County Staudamm. Es ist der Sherman Staudamm, welcher übrigens auf den Hoover Damm basiert. Wie heißt der Berg in Whetstone? Das meine ich übrigens. Whetstone. Dort ist übrigens Angel Pine. Shady Creeks, Panopticon, Mount Chiliad, Mount Rocky, Mount Rushmore. Boah, Panopticon. Shady Creeks. Ich habe so Angst vor Shady Creeks, weil Rockstar hat ja gesagt, im Wald ist irgendwas. Und jahrelang ging die Mythenjäger nach einer Kreatur auf die Suche. Es ist übrigens Mount Chiliad. Das ist, glaube ich, auch der einzige Berg im Wheatstone. Wie spricht man das aus? Wie viele Personenbahnhöfe hat ganz San Andreas? 8, 6, 4, 5, 7. Dafür müssen wir aufzählen. Die Unity Station, die Market Station, dann der Bahnhof in San Fierro, ich habe vergessen, wie der heißt. Yellow Bell Station, Sobel Rail Yard und Linden Station, also 6. Wo liegt das Sendestudio von K-Rose? Fort Carson, Blueberry, El Quebrados, Angel Pine, San Fierro. Boah, schwierig. K-Rose ist der Radiosender, ne? Das Ding ist, ich glaube nicht, dass es Fort Carson ist. Also in Fort Carson gibt es eine Radiostation, aber da steht HiK69. 69. Wisst ihr noch im letzten Video? 69. Nee, Blueberry, El Quebrados, Angel Pine, San Fierro. Ganz im Ernst, dieser Punkt tatsächlich weiß ich nicht. Ich hau jetzt aber mal Blueberry raus. Einfach weil es irgendwie passt, weil K-Rose ist so ein Landsender, ist so ein Country-Sender. Und Blueberry ist halt so ein Land. Na klar, kann auch vielleicht El Quebrados sein, aber weiß nicht. Weißt du, Blueberry ist halt so Bauernstadt. Welche Zahl sieht man in San Andreas ganz, ganz oft? Diese Zahl ist auch ein Easter Egg, da sie zweideutig ist. 110, 911, also 88, wow, 69, 666. Es ist übrigens 69 und ich hoffe, das ist nicht die nächste Frage. Also 69, habe ich ja schon vorhin gesagt, es gibt nämlich die Area 69, es gibt den Pier 69, es gibt den Radiosender HiK69, die Footballmannschaft von San Fierro heißt San Fierro 69er, also, und das Ding ist, diese Zahl erscheint im Spiel 69 Mal, und es ist bestimmt die nächste Frage. Wie oft erscheint diese Zahl?
69. Wie viele Countys gibt es in San Andreas? Bezirke, die auf County enden. Das heißt nicht Whetstone und auch nicht die Terra Nevada. Dann sind es Flint County, Red County und Bone County. 3. Ja, es gibt nämlich, nur mal so, also wenn die auf County enden, dann ist nämlich Whetstone nicht dabei. Genauso wie die Terra Nevada, weil die nicht County genannt werden. Es gibt im Spiel allerdings auch keinen San Fierro County, also keinen San Fierro County, Las Venturas County und kein Los Santos County. Nur mal so. Also 3, meines Wissens. Das sind jetzt diese 3, wie ich gerade gesagt habe. Nächste Frage. Wo treffen sich gerne die Verliebten? Lil Probe Inn, Shady Creeks, Hanky Panky Point, Las Venturas, Las Pujas. Las Pujas ist die Geisterstadt, Las Venturas ist die Casinostadt, Shady Creeks ist ein unheimlicher Wald und das Lil Probe Inn ist die Bar oben bei der Area 69. Es ist nämlich der Hanky Panky Point. Ich finde den Namen so lustig. Ehrlich gesagt, die Auswertung. Was habe ich alles richtig, was habe ich alles falsch? Ich habe 8 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Ey, jetzt habe ich schon 2 Fehler drin. Ey, ich werde irgendwie schlechter. Also, gerne hier. Nein! Alter, direkt schon das erste falsch. Das war Moon Holland. Nein! Ganz vergessen. Das ist ganz komisch. Ja, die ganzen Villen oben sind nicht mal Vinewood. Das ist ja schon Mulholland. Ah, was für ein Schmerz. Dann die vier Kleinstädte. Das habe ich richtig, genau. Delimore, Blueberry, Montgomery, Palomino Creek. Das Starthaus. Ganton. Der Staudamm ist der Sherman Damm. Wets und der Höchstberg und Whetstone ist der Mount Chiliad. Personenbahnhöfe, es sind 6, genau. Es sind 6 Bahnhöfe. Ich hab's alle aufgezählt. Es war Fort Carson. Ernsthaft? Ey, das hätte ich nicht gedacht, weil die ja schon ein Radiostudio haben und so. Ach, Mann, hätte ich es echt nicht gedacht. Aber vor allem. Woran? Das ist so, was ich noch sagen muss. Woran erkennt man das eigentlich? Weil ich habe dort nie außer Haikan 160 eine Radiostation gesehen. Ich habe nach denen allen gesucht, nur mal so. Ich habe nach jeder Radiostation gesucht. Ich habe keine gefunden. Welche Zahl sieht man in San Andreas ganz, ganz oft? 69. Die Counties 3. Na also, Verliebte treffen sich am Hanky Panky Point. Ganz genau. So, Leute. Das war's dann auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen und auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, um nicht inaktiv zu werden. Weil, ja, das ist halt natürlich, wie gesagt, nicht so gut, wenn ich halt viele Abonnenten habe und dann auf dem Video dann nur ein paar Aufrufe bekomme. Ist nicht cool. Gleichzeitig teilt dieses Video doch auch euren Freunden. Und ja, dann mal gucken, was ich noch als nächstes machen kann. Wer weiß, vielleicht gibt es dann noch ein GTA San Andreas Thema. Wer weiß. Okay, ich sehe hier schon allein das ganze Zeug. Hier gibt es da. Okay, das haben wir gerade gemacht. Und das haben wir, glaube ich, gemacht. Dann gäbe es ja hier noch das. Ja, Los Santos. Ist es dann auch wieder sowas wie hier? Oder was anderes? Naja, egal, auf jeden Fall, ich bin raus. Ich guck mal noch mal das nächste an. Wer weiß, vielleicht haben wir noch ein drittes. Warte, noch kurz ein bisschen höher. So, jetzt können wir auch schön. Vielleicht, ich muss natürlich erstmal reingucken. Weil, wer weiß. Wäre natürlich passend, wenn wir hier beim Thema sind. Ja, ich produziere die ja alle wie immer vor. Ne? Vorproduzieren finde ich halt besser. Weil, wenn ich gerade kann, dann kann ich. Auf jeden Fall, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.